Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Es ist ja nun so, dass man als Let's Player um ein Spiel nicht drumherum kommt und das ist DayZ. Ich will kein eigenes Let's Play starten, jedenfalls erstmal noch nicht. Ich will nur mal einmal für euch, mit euch in DayZ ein bisschen rumlaufen. Und das ist schon mal sehr spannend zu sehen, was hier passiert oder nicht passiert. Ich habe jetzt einfach auf Spielen gedrückt. Ja, sehr schön. Der geneigte DayZ-Spieler sieht natürlich sofort, dass ich schon mal eine Zeit lang gespielt habe, weil ich schon eine relativ gute Ausrüstung habe. Das ist also hier ein Bauhelm, ein paar Turnschuhe, ein Rifle, eine gefütterte Jacke. Ich habe hier Pumpkins sind Kürbissamen. Ich habe hier das Oberteil einer Lampe. Ich habe einen blauen Leuchtstab, ein Jeans. Naja, und noch so ein bisschen mehr Kram, was der geneigte apokalyptische Überlebende so braucht. Und ich befinde mich in einem idyllischen Haus, in einem idyllischen Nest. Und wie man unten links sieht, das sind im Prinzip die Kommentare von meiner Spielfigur. Sie braucht was zu essen und ist extrem hungrig. So, da ich nicht den blassesten Schimmer habe, wo zum Geier ich hier bin, kann ich ja mal auf meine Karte gucken, die ich habe. Na? Klickidi-klick. Wie kriege ich meine Karte? Gar nicht. Gar nicht. Ach, was soll's. Ich brauche auch überhaupt keine Karte. Ich kann auch so hier rumlaufen. In einem coolen weißen Helm mit meiner gelben Jacke. So. Ja, wie gesagt, es ist, DayZ ist aktuell noch Pre-Alpha, möchte ich fast sagen. Es gibt viele Dinge, wo man merkt, dass das Spiel noch nicht so richtig ausgereift ist. Hier ist ein Gewächshaus, aber da scheint nichts drin zu wachsen, nein. Jetzt sagt sie auch schon ihr, also meine Spielcharakterine, sagt auch schon, dass ihr Magen ganz heftig grummelt. Wäre dann natürlich mal an der Zeit, irgendwas zu essen zu finden. Hier finde ich es nicht. Hier ist ein Zaun, da komme ich nicht weiter. Wo könnte ich noch suchen? Tja. Und ich laufe einfach mal den Hügel hoch. Nicht, dass ich glaube, dass es irgendetwas bringt, aber Hügel hochlaufen macht meines Erachtens glücklich. Oder so. Das ist die Kampfhaltung, das ist wieder die Laufhaltung, Springhaltung. So, und es ist eigentlich recht Atmosphäre. Oh, da hinten ist was Großes. Kann ich mir da vielleicht was schießen? Wie kriege ich denn mein Gewehr wohl in der Hand? Ich würde sagen,
mit der Aktionstaste für meinen dritten Slot und das funktioniert nicht. Anscheinend sind meine Snell-Slots nicht wirklich benutzbar. Das ist natürlich... was passiert jetzt? Einblenden, ausblenden. Schon du los. Kann ich mich so ein bisschen zur Seite lehnen. Hilft mir alles nichts, weil ich ja schließlich mein Sporter in die Hand nehmen will. Hier, nimm. Eieiei, jetzt scheinen auch ein paar Serverprobleme mit ins Spiel zu kommen. Njam, njam, njam. Das war das Geräusch von Essen, aber was im Himmels Willen habe ich denn gegessen? Habe ich irgendwas auf dem Weg gefunden? So, bei einem Hirsch schleicht man sich am besten an. Habe ich gelernt im Internet. Ich würde jetzt wirklich gerne mein Gewehr in der Hand nehmen. Tja. Aber wie man sieht, will es nicht. Ach, hier kann ich noch die Sicht drehen. Das ist natürlich herzallerliebst. Bringt mir nur gerade überhaupt nichts, weil ich mein Gewehr haben will. Das ist wieder die... Aha. Hallo Hirsch. So, jetzt hocke ich wieder. Ich kann das auch nochmal... What? Riecht denn da Blödes? Das will ich natürlich nicht. Tja, so kann's gehen. Muss ich den Hirsch jetzt halt mit den Händen umtackeln. Komm schon, du Hirsch. Ich krieg dich. Du bleibst jetzt stehen, bis ich dich kaputt geschlagen habe. Aber ich schneller, wenn ich nicht die Hände hochnehme. Das ist aber ein zahmes Tier. Liegt da rum und stört sich überhaupt nicht daran, dass ich jetzt komme? Hä? Ich kann es jetzt auch nicht so richtig treffen. Soll ich vielleicht in die Knie gehen? Ja? Nein? Wenn man hockt, kann man halt nicht kämpfen. Das ist ja auch ein bisschen, sagen wir mal, merkwürdig. Ich kann auch Hirsch nicht kaputt machen. Doch, ein Treffer gelandet. Oder bleibt man seelenruhig liegen? Wie sich das für einen Hirsch gehört. Aber das nervt mich jetzt echt, dass er hier anscheinend meine Keybindings ein bisschen zerstückelt hat. Muss ich ja mal gucken. In der Steuerung. In den Zuordnungen. Inventory Move, Inventory Weapons. Visiermodus interessiert mich gerade alles nichts. Waffe umschalten. Geht auch nicht. Das ist doch alles Käse hier. Und da liegt ein Hirsch und möchte von mir gegessen werden. Das ist doch alles... Das ist doch alles Mist.
Ich möchte doch nur einmal auf den Hirsch ballern. Immerhin habe ich ihn vorhin schon einmal getroffen. Tja, aber das macht anscheinend keinen Sinn. Dann laufe ich doch lieber mal in den Wald, weil im Wald kann man auch tolle Dinge erleben. Fragt mich jetzt nicht so genau was, aber da gibt's bestimmt was. Wieso kann ich den Gaskanister? Ja, empfange. Was empfängst du denn? Die letzte Weihe? Na gut. Seit 12 Sekunden keine Nachricht. Ja, meine Lieben, das war's dann erstmal. Ich bin vom Server getrennt. Ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal reinschauen in DayZ A, noch den Hirsch finde und B, mit euch dann vielleicht tatsächlich auch mal ein bisschen mehr erlebe als nur rumgerenne. Ich habe mal so ein bisschen die Leute gefragt, mit denen ich sonst so spiele. Vielleicht kriegen wir da tatsächlich auch ein Let's Play Together auf die Reihe. Das wäre natürlich herzallerliebst. Ja, und da jetzt hier sowieso nichts mehr funktioniert, seit x Sekunden keine Nachricht, heißt so viel wie vom Server getrennt, würde ich sagen, es war mir ein Vergnügen, dieses doch kurze Let's Play zu DayZ zu machen. Ich werde das sicherlich in Zukunft ein bisschen fortführen, euch immer mal wieder mitnehmen in die wunderbare Welt einer zombieverseuchten apokalyptischen Welt. So, da hat es mich rausgeschmissen. Das war das Zeichen zum Ende. Dann bis die Tage. Macht's gut, zockt viel, zockt schön und tschüss.